Geht es weiter jetzt in der Debatte und es geht um den Tätigkeitsbericht des Petitionsausschusses des Bundestages. Der Petitionsausschuss ist ein Ausschuss, der insofern eine besondere Rolle hier spielt, weil sich Bürgerinnen und Bürger im Land an diesen Ausschuss wenden können, brieflich, per Mail und ihre Probleme, ihre Sorgen schildern können. Und der Petitionsausschuss hilft, wenn er denn helfen kann, wenn es eine Möglichkeit gibt. Auf jeden Fall werden die Sorgen und Nöte der Bürger hier in diesem Ausschuss beraten. Erste Rednerin ist in dieser Debatte Kerstin Steinke für die Linksfraktion. Als ganz viele Sammelübersichten beschlossen haben, will ich Sie nur mal darauf aufmerksam machen, da steckt ganz, ganz viel Arbeit dahinter. Durch die Mitglieder des Petitionsausschusses, aber auch durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und dafür einmal ein herzliches Dankeschön von meiner Stelle aus. Ich möchte aber trotzdem auch noch im Vorfeld erwähnen, dass ich schon sehr erstaunt bin über die Lehre der Regierungsbank, wie wenig die Regierung die Arbeit des Petitionsausschusses interessiert, und hoffe, dass das beim nächsten Mal besser wird. Denn wir haben auch im Berichtsjahr 2015 haben sich wieder sehr viele Bürgerinnen und Bürger an den Petitionsausschuss gewandt. Und wieder war der Petitionsausschuss auch im vergangenen Jahr der Seismograf für die aktuellen Sorgen und Nöte der Menschen. 13.137 Petitionen gingen beim Petitionsausschuss ein. Das waren durchschnittlich 52 Zuschriften pro Tag. Das klingt erstmal ganz viel. Und dennoch muss man an dieser Stelle sagen, so wenig Petitionen erreichten uns das letzte Mal 1988. Da stellt sich natürlich die Frage, bedeuten weniger Petitionen auch weniger Probleme? Wenn man allerdings die Stimmung im Land sieht, ist das sicher eher unwahrscheinlich. Die Gründe dafür können sehr vielfältig sein. Zum Beispiel die einfachere Mitzeichnung einer Petition auf unserem Internetportal, statt eine Petition selber einzureichen. Oder die Konkurrenz mit privaten Internetportalen oder auch das nahende Ende der Wahlperiode. Aber über die Gründe bedarf es sicher einer genaueren Analyse. Von den insgesamt eingereichten 13.137 Petitionen gingen 4.031 elektronisch über unser Internetportal ein. Das waren 30%. Abschließend behandelt hat der Ausschuss im Berichtsjahr 14.765 Eingaben, wobei auch wieder Überhänge aus dem Vorjahr dabei waren. Die meisten Eingaben entfielen wie in jedem Jahr mit knapp 20% der Gesamteingaben auf das Ressort Arbeit und Soziales. Wenn es um Beruf und Einkommen, um gerechte Rente und angemessene Hilfe geht, kommt es immer wieder auch zu Konflikten zwischen Staat und Bürgern. Oft geht es aber auch in den Petitionen um die Grundsicherung für Arbeitssuchende, Regelbedarfssätze, Mindestlohn, Leiharbeit und Fragen der Rentenversicherung. Aber auch die Bescheinigung einer Minderung der Erwerbsfähigkeit durch Anerkennung einer Berufskrankheit fällt in dieses Ressort, wie das folgende Beispiel zeigt. Ein Petent, der mehr als 6 Jahre in den 60er und 70er Jahren mit einem hochgiftigen Lösungsmittel in hoher Dosis ohne Schutzmaßnahmen Reinigungs- und Entfettungsarbeiten durchgeführt hatte, litt unter einer Krebserkrankung der Niere sowie unter Hauterkrankungen. Seine Berufsgenossenschaft war nicht gewillt, die Erkrankungen trotz mehrerer ärztlicher Gutachten als Berufskrankheiten anzuerkennen. Es bedurfte eines 10-3-jährigen Petitionsverfahrens mit vielen Gutachten und Stellungnahmen, bis der Petent endlich zu seinem Recht kam. Und hier zeigt sich, dass die Hartnäckigkeit des Petitionsausschusses oftmals zum Erfolg führt. Der Petent bedankte sich beim Petitionsausschuss und schrieb unter anderem: Ohne Ihre Hilfe wären die Fehler, die von der Berufsgenossenschaft am Anfang des Verfahrens gemacht wurden, nicht korrigiert worden. Auf dem zweiten Platz der Bundesressorts mit den meisten Eingaben folgt das Bundesministerium des Inneren mit 1.847 Petitionen. Und hier gibt es eine wesentliche Änderung zu den Vorjahren. Mit 932 Eingaben entfielen mehr als die Hälfte der Petitionen auf den Bereich Aufenthalts- und Asylrecht. In der ersten Jahreshälfte bewegte die Bürger vor allem die zahlreichen Schiffsunglücke, bei denen, wie im April 2015 vor der libyschen Küste, Hunderte von Menschen im Mittelmeer ertranken. Ab September begannen dann die Zuschriften derjenigen zuzunehmen, die sich aus unterschiedlichsten Gründen Sorgen um den Anstieg der Flüchtlingszahlen, um deren angemessene Unterkunft und Versorgung oder um die Abschiebepraxis machen.
Neben seinen 25 regulären Sitzungen im Jahr 2015 hat der Ausschuss 23 Berichterstattergespräche mit einzelnen Ministerien geführt, um Lösungen für schwierige Fälle zu finden. Hier wurden beispielsweise Visa-Angelegenheiten, die gesellschaftliche Anerkennung und Rehabilitation ehemaliger Kinder, Heimkinder und die Regelung zur Altersrente thematisiert. Sehr gut besucht und nah am Bürger sind die öffentlichen Sitzungen des Ausschusses, die in diesem Jahr unter anderem zu folgenden Themen stattfanden. Exportverbot für Kriegswaffen und sonstige Rüstungsgüter mit über 94.000 Unterstützerinnen und Unterstützern. Es ging um eine angemessene Vergütung für Pflegekräfte mit über 60.000 Unterschriften. Oder um die Kostenerstattung für Medikamente auf Cannabisbasis durch die GKV mit über 48.000 Unterschriften. Es ging aber auch um die Einrichtung eines oder einer Kinderbeauftragten im Deutschen Bundestag mit über 107.000 Unterstützerinnen und Unterstützern und um die Personalbemessung in Krankenhäusern, diese gesetzlich zu regeln, mit über 194.000 Unterschriften. Die jeweiligen Petenten erläutern im Beisein von Vertretern der zuständigen Ministerien ihr Anliegen, den Abgeordneten sowie einer breiten Öffentlichkeit. Und die Abgeordneten konnten so ihr Wissen zu den genannten Petitionen vertiefen und in die Entscheidungsfindung einbeziehen. Diese öffentlichen Sitzungen wurden durch das Parlamentsfernsehen und im Web-TV live übertragen. Und alle Mitschnitte sind außerdem jederzeit über den Internetauftritt des Deutschen Bundestages abrufbar. Sehr geehrte Damen und Herren, die Abgeordneten im Petitionsausschuss nehmen ihre Arbeit sehr ernst. Denn das Petitionsrecht ist ein wichtiger Bestandteil unserer Demokratie. Mit großem Engagement ringen wir um die bestmögliche Lösung für jede Petentin und jeden Petenten und praktizieren dabei in vielen Fällen eine über Fraktionsgrenzen hinausgehende konstruktive Zusammenarbeit. Aber natürlich gibt es zu manchen Themen auch unterschiedliche Sichtweisen und somit auch unterschiedliche Voten der Fraktionen. Und wenn auch zu Beginn jeder Wahlperiode der Run auf die Mitgliedschaft im Petitionsausschuss eher gemäßigt ist, will ich ausdrücklich sagen, dass nur ein Petitionsausschussmitglied die Wirkung von Petitionen und die Bedeutung dieses Gremiums wirklich einschätzen kann. Und deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, um diese Bedeutung und Wirkung weiter zu erhöhen und den Bürgerinnen und Bürgern die Chance auf demokratische Teilhabe zu eröffnen, bitte ich Sie auch in Ihren Wahlkreisen für Petitionen beim Deutschen Bundestag zu werben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Petitionsausschuss hat 2015 mittlerweile den dritten Preis für die Internetplattform des Petitionsausschusses erhalten. Nach der Auszeichnung mit dem Politik Award 2008, der Biene der Aktion Mensch im Jahre 2010 für den besonders barrierefreien Zugang, ist der Petitionsausschuss 2015 als Preisträger im bundesweiten Innovationswettbewerb ausgezeichnete Orte im Land der Ideen für die Einbindung des neuen Personalausweises auf sein Webportal geehrt worden. Dann waren wir noch fertig. So, damit ist es möglich, sich mit dem neuen Personalausweis im Portal zu registrieren und online und eine Petition einreichen. Und nicht zuletzt aufgrund solcher Innovationen ist unser Internetportal zu einem Aushängeschild des Ausschusses geworden. Es erlaubt interessierten Menschen, sich zusammenzutun, um gemeinsam für ein Anliegen stark zu machen. Und diese Möglichkeit wird rege genutzt. Ich freue mich sehr, dass Ende 2015 auf unserem Internetportal fast 2 Millionen Nutzerinnen und Nutzer registriert waren. Mittlerweile sind es über 2 Millionen Nutzerinnen und Nutzer. Auf der Internetseite des Petitionsausschusses wurden im vergangenen Jahr 384 Petitionen veröffentlicht und mit fast 500.000 Mitzeichnungen unterstützt. Und unser Internetportal bleibt schon wie im vergangenen Jahr klarer Spitzenreiter, was die Seitenaufrufe des Internetangebotes des Deutschen Bundestages angeht. Und dennoch muss auch gesagt werden, dass auch die Gesamtzahl der online eingereichten Petitionen gesunken ist. Einer der Gründe könnte sein, dass sich der Ausschuss seit einiger Zeit in einer Art Konkurrenzsituation sieht. Sogenannte Petitionsplattformen von privaten Anbietern sind nicht zuletzt durch die sozialen Netzwerke äußerst populär geworden und werden auch regelmäßig in den Medien erwähnt. Natürlich ist es immer gut, wenn sich Bürgerinnen und Bürger engagieren. Doch, so weiß ich aus den Gesprächen mit Petenten, ist vielen der Unterschied zu unserer Petitionsplattform nicht klar. Und hier rufe ich auch Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, auf, für Klarheit und Aufklärung in Ihren Wahlkreisen zu sorgen.
Nur beim Deutschen Bundestag ist die Petition gemäß des Grundgesetzes Artikel 17 mit einer Dreifachgarantie ausgestattet, nämlich die offizielle Bestätigung und Entgegennahme, die sorgfältige Prüfung des Anliegens und eine demokratische abschließende Entscheidung, die ebenfalls den Petenten mitgeteilt wird. Und alle diese Schritte finden unabhängig von der Zahl der Unterstützerinnen und Unterstützer statt. Denn der Hauptteil unserer Arbeit sind und bleiben die privaten Sorgen und Nöte des einzelnen Bürgers. Die Bearbeitung von persönlichen Bitten und Einzelschicksalen, wie etwa die falsch berechnete Rente, der nicht finanzierte Rollstuhl, das abgelehnte Besuchervisum, dies alles können für den Einzelnen existenzielle Probleme sein. Und sie zeigen auf, wo Politik nicht funktioniert. Und genau hier ist das Engagement aller Ausschussmitglieder gefragt, Abhilfe zu schaffen und Lösungen zu finden. Es kommt davor, dass wir beim Lesen von Petitionen manchmal schmunzeln müssen. Wenn zum Beispiel ein 11-jähriger Junge im November des vergangenen Jahres anregt, den Nikolaustag am 6. Dezember zum bundeseinheitlichen Feiertag zu erklären, dann würden wir zwar gern helfen, aber das Anliegen liegt nicht in der Zuständigkeit des Bundes, sondern ist Ländersache. Erfreulich ist allerdings, dass bereits ein 11-Jähriger unseren Ausschuss kennt und ein 11-Jähriger von seinem demokratischen Recht des Einreichens einer Petition Gebrauch macht. Das stimmt mich zuversichtlich und noch dazu, weil die Petition online einging. Liebe Kolleginnen und Kollegen, abschließend möchte ich mich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Ausschussdienstes, der Fraktionen und der Abgeordneten, bei den Abgeordneten im Petitionsausschuss, den Unterabteilungsleiter Herrn Dr. Paschmanns und den Referatsleiterinnen und Referatsleitern bedanken. Mein Dank geht aber auch an den inzwischen mit anderen Aufgaben betreuten ehemaligen Leiter des Petitionsausschussdienstes, Herrn Dr. Schotten, der für jede neue Idee ein offenes Ohr hatte und sachlich ausgleichend zwischen den Fraktionen managte. Darüber hinaus möchte ich dem Sekretär unseres Ausschusses, sozusagen meiner rechten Hand im Ausschussdienst, Herrn Finger, für seine langjährige Hilfe und Unterstützung danken. Ihnen, lieber Herr Finger, wünsche ich im bevorstehenden Ruhestand alles Gute und viel Zeit für die schönen Dinge im Leben. Und vielleicht sehnen Sie sich auch bald nach uns, noch schöneren Dinge des Lebens. Und vielleicht sehen Sie sich auch bald mal nach uns wieder. Und dann hoffe ich, dass Sie die nächste Aussprache zum Jahresbericht auf Phoenix am Fernseher oder kommen auch hier auf die Tribüne. Vielleicht wird es dann auch mal Donnerstag um 9 sein. Lassen Sie mich abschließen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ein amerikanischer Schriftsteller sagte einmal, Erfolg ist die Summe kleiner Anstrengungen, die man jeden Tag aufs Neue tut. Lassen Sie uns gemeinsam diese kleinen und großen Anstrengungen im Sinne der Petentin weiterhin gemeinsam tun. Und ich wünsche mir eine weitere gute Zusammenarbeit. Vielen Dank. Soweit, meine Damen und Herren, die Rede von Kerstin Steinke, der Vorsitzenden des Petitionsausschusses. Weiter geht es mit Christel Vosbeck-Kaiser für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, heute zur Hauptkernzeit im Parlament über den Jahresbericht des Petitionsausschusses zu sprechen, zeigt, welche Bedeutung das Petitionswesen im Deutschen Bundestag hat. Es macht ferner deutlich, wie wichtig uns, dem Parlament, uns, den Abgeordneten, diese Petitionen als Instrument der direkten Demokratie sind und dass wir die Menschen, die sich mit ihren Anliegen an uns wenden, sehr ernst nehmen. Dies zeigt sich auch in unseren Ausschusssitzungen, in denen wir sehr leidenschaftlich die vielfältigen Anliegen der Bürger und Bürgerinnen diskutieren und wo wir auch wiederholt über die Fraktionsgrenzen hinweg zu einer gemeinsamen Meinung und damit auch Entscheidung kommen. Die Kollegin Steinke hat es schon erwähnt. Über 13.000 Petitionen wurden im vergangenen Jahr eingereicht. Auf die 252 Arbeitstage im letzten Jahr bezogen sind dies pro Tag 52 Zuschriften. Ich finde, das ist schon eine Menge. Und bei den Eingaben geht es um Themen aus allen Bereichen des täglichen Lebens, wo Bürger durch Gesetze direkt betroffen sind, sich benachteiligt fühlen oder eingeschränkt sehen. Es gibt, und das erwähnte die Kollegin Steinke auch schon, zwei Möglichkeiten, wie die Bürger ihre Anliegen einbringen können, entweder schriftlich
oder über die Online-Plattform des Deutschen Bundestages. Leider gibt es inzwischen viele vermeintliche Petitionsplattformen im Internet. Sie suggerieren, dass die Rechte der Bürger dort vertreten werden und dass die Bürger mit einer Unterschrift dort etwas bewirken können. Aber man kann auf diesen Plattformen nichts bewirken. Ich will hier ganz klar sagen, es gibt nur eine echte Petitionsplattform, und das ist die des Deutschen Bundestages. Nur hier werden die Anliegen parlamentarisch geprüft und bearbeitet. Nur hier können Gesetze und Gesetzesänderungen auf den Weg gebracht werden. Mehr als 200 Millionen registrierte Bürgerinnen und Bürger nutzen unsere Online-Petitionsplattform. Und ich auch sage, nutzen Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger, auch weiterhin dieses echte Angebot. Denn nur wo Petitionsausschuss draufsteht, ist auch Petitionsausschuss drin. Von den über 13.000 Petitionen waren die Schwerpunkte im Bereich Arbeit und Soziales, im Bereich des Inneren und im Bereich Gesundheit. Und ich möchte zwei Beispiele exemplarisch darauf eingehen. Einmal aus dem Bereich Arbeit und Soziales. Eine Petentin forderte die Anerkennung von Kindererziehungs- und Berücksichtigungszeiten in der Rentenversicherung für ihre zwei in Polen geborenen Kinder. Diese waren von der Rentenversicherungsbund zunächst abgelehnt worden. Die eingeleitete Prüfung ergab, dass die Kindererziehungszeiten im Ausland, in dem Fall der Petentin, jedoch angerechnet werden können. Die Rentenversicherung erkannte die Zeiten rückwirkend an. Dieses Beispiel macht deutlich, dass alleine die Prüfung, die der Petitionsausschuss veranlasst hat, zu einer Änderung zugunsten der Petentin führte. Und dies war kein Einzelfall. Es gibt ein weiteres Beispiel aus dem Bereich Gesundheit, was ich benennen will, wo man sagen kann, dass der Petitionsausschuss so etwas wie ein Seismograph, also ein Bewegungsmelder für Gesetze ist. Viele Petitionen befassten sich inhaltlich mit der Betreuung und Versorgung von pflegebedürftigen Menschen. Es ging um Forderungen wie eine individuellere Betrachtungsweise bei der Feststellung von Pflegebedürftigkeit oder um die bessere Absicherung von pflegenden Angehörigen bei der Rente. Mit dem zweiten Pflegestärkungsgesetz, welches der Bundestag am 13. November 2015 beschlossen hat, wurden diese beiden Anliegen aufgegriffen und dadurch den Bedürfnissen von Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen weiter Rechnung getragen. Diese zwei Beispiele zeigen, unser Petitionswesen ist ein starkes Instrument, ein Instrument, das etwas bewirken kann, sowohl im Einzelfall als auch im Großen und Ganzen der Gesetzgebung. Und selbst wenn wir einem Bürger bei seinem Anliegen nicht helfen können, so werden ihm die Gründe dieser Entscheidung in einem persönlichen Schreiben mitgeteilt. Im Deutschen Bundestag bleibt keine Eingabe unbeantwortet. Ich sage auch Danke für die Zusammenarbeit. Ich bedanke mich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Ausschussdienstes, der Fraktionen und der Abgeordnetenbüros. Lassen Sie uns diese Arbeit im Sinne der Bürgerinnen und Bürger, im Sinne unseres Verständnisses von Demokratie, in der jedes Anliegen gehört wird, weiterhin gemeinsam fortsetzen. Herzlichen Dank. Christel Vosper-Kaiser war das für die CDU-CSU-Fraktion. Weiter geht es mit Kerstin Kassner für Die Linke. Werte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, jeder Mann hat das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen schriftlich mit Bitten oder Beschwerden an die zuständigen Stellen und an die Volksvertretung zu wenden. So steht es im Artikel 17 des Grundgesetzes. Das ist ein besonderer Hinweis an die vielen Besucherinnen und Besucher hier im Bundestag. Noch einmal ganz deutlich gesagt, diese Möglichkeit des Petitionswesens ist eine gut praktizierte Form der Demokratie und die sollten wir auch unbedingt nutzen, denn sie ist eine Möglichkeit, eine Perle, die wir pflegen müssen.
Und das, was so ist, möchte ich mit drei Gründen belegen. Es gibt natürlich noch viele, viele mehr, die man in diesem Zusammenhang sagen könnte. Die erste Begründung ist natürlich, dass man hier die Möglichkeit hat, die Bürger können direkt in das parlamentarische Geschehen eingreifen. Meine Fraktion hat gerade in dieser Woche, am heutigen Tag sogar, ein Gesetz zu mehr demokratischer Mitbestimmung eingebracht. Bürgerbeteiligung, Bürgerbefragung und natürlich auch das Petitionswesen, das sind Möglichkeiten, dass Bürgerinnen und Bürger direkt in das politische Geschehen eingreifen können. Und das ist wichtig, gerade in der jetzigen Zeit, wo viele Menschen sich unverstanden fühlen von der Politik, wo sie wütend sind über das, was passiert. Dann ist es eine Möglichkeit, die Bürger mitzunehmen und für ein anderes Politikverständnis zu sorgen. Das sollten wir nutzen. Der zweite Grund für die Einzigartigkeit des Petitionswesens liegt einfach darin begründet, dass es sozusagen eine Querschnittsaufgabe gibt. Wir Mitarbeiter, Mitglieder im Petitionsausschuss sind sozusagen auf allen Politikfeldern bewandert. Wir haben uns mit vielen, vielen Dingen auseinanderzusetzen, haben uns zu kümmern und kriegen dadurch auch so eine Art Funktion eines Netzwerkers, eines Querschnittsarbeiters. Das finde ich gut. Man vermeidet damit bestimmte Scheuklappen. Also im vergangenen Jahr war es wieder so, dass natürlich Arbeit und Soziales eins der wichtigsten Felder war. Wir haben über 2600 Petitionen zu diesem Feld. Und da merkt man, dass da doch noch viel im Argen ist, dass wir noch viel verändern müssen im Interesse der Bürgerinnen und Bürger. Aber wir haben darüber hinaus viele, viele andere Dinge zur Kenntnis bekommen, sozusagen ein Spiegelbild der Sorgen und Probleme der Einwohnerinnen und Einwohner unseres Landes. Das ging los mit dem Alltagsbegleiter für Menschen mit Behinderungen, zum Beispiel ein Beispiel für das A im Alphabet. Es setzte sich fort über die Diskussion zu einer neuen Verfassung, über die Verlängerung der Wahlperiode des Deutschen Bundestages, aber eben auch viele andere Sorgen und Probleme, die die Bürger haben, bis hin zum Z, die Zunahme des Fluglärmes. Also gerade Lärm, Umweltprobleme, das ist etwas, was viele Bürger umtreibt und was dann auch bei uns auf den Tisch kommt und worum wir uns zu kümmern haben. Dass wir das leisten können, muss ich mal ganz fair sagen, das ist wirklich der Tatsache zu verdanken, dass wir viel Hilfe haben. Das sind die Fachpolitikerinnen und Politiker in der Fraktion, die uns helfen, die einzelnen Politikfelder zu beackern. Das sind aber auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und nicht zuletzt und ganz dick unterstrichen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ausschusssekretariats. Vielen, vielen Dank für Ihre Unterstützung. Abschließend, liebe Kolleginnen und Kollegen, möchte ich den dritten Punkt benennen. Das ist die Möglichkeit eines anderen Herangehens an Politik. Parteiübergreifend, im Interesse der Bürgerinnen und Bürger, nicht nach irgendwelchen Vorgaben aus Ministerien, sondern danach, was wir erkennen als wichtig im Interesse der Bürgerinnen und Bürger. Deshalb sind wir doch hier, also gehen wir es gemeinsam an. Uns allen dafür viel Kraft und gute Verständigung. Dankeschön. Vielen Dank. Als nächste Rednerin hat Sarah Ryglewski von der SPD. Kerstin Kassner war das für die Linksfraktion. Weiter geht es mit Sarah Ryglewski für die SPD. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürgerinnen und Bürger auf den Tribünen. Für mich ist das heute hier eine Premiere. Ich bin jetzt bald ein Jahr Mitglied im Petitionsausschuss und Mitglied des Deutschen Bundestages. Und deswegen freue ich mich sehr, dass ich hier heute den Jahresbericht mit vorstellen darf. Es ist eine wahnsinnig spannende und vielfältige Aufgabe, die mir sehr, sehr viel Spaß macht. In keinem anderen Ausschuss steht der Mensch so sehr im Mittelpunkt wie bei uns. Zum einen geht es darum, dass ein Petent oder eine Petentin ein Anliegen hat, wo sie möchte, dass wir uns da genau mit befassen. Und das andere ist, dass wir als Politik auch ungemein von diesem Ausschuss profitieren. Es ist vorhin schon ein paar Mal durchgeklungen, der Petitionsausschuss ist ein wichtiger Sensor für die Frage, ob in unserem Land Dinge funktionieren oder nicht. Und ich glaube, das ist was, was man hier heute auch in jeder Rede betonen darf, weil das ist eigentlich mit eine der wichtigsten Aufgaben dieses Petitionsausschusses.
Denn für uns alle, die wir hier sitzen, ist es doch so, Politik betreiben wir ja nicht als Selbstzweck, sondern wir wollen konkrete Verbesserungen für Menschen. Und deswegen ist es wichtig, dass der Petitionsausschuss im Einzelfall versucht, Abhilfe zu schaffen, wenn es um persönliche Problemlagen geht und gleichzeitig Aufmerksamkeit für Fehler im System schafft. Ich glaube, dass uns das grundsätzlich ganz gut gelingt, aber wie jede Sache, die gut ist, kann man sie noch ein bisschen besser machen. Und dazu möchte ich jetzt ein paar Punkte sagen. Zum einen müssen wir den Bekanntheitsgrad deutlich verbessern. Vorhin hat schon jemand darauf hingewiesen, das Petitionsrecht ist ein Jedermannrecht. Und das heißt, eigentlich hat jeder, der in Deutschland lebt, nicht nur, wenn er deutscher Staatsbürger ist, sondern jeder, der hier lebt, hat das Recht, eine Petition einzureichen. Im Übrigen auch Minderjährige. Das wäre etwas, wo ich sagen würde, da müssen wir noch viel stärker Werbung für machen, dass auch Jugendliche, die auch viel zu sagen haben, auch von dieser Möglichkeit Gebrauch machen. Und da muss ich sagen, sind unsere Kommunikationswege, bin ich auch selbstkritisch, manchmal ein bisschen altbacken. Viele Menschen wissen auch nicht, dass wir jede im Bundestag eingereichte Petition behandeln. Und es ist ja nicht so, dass eine Petition, die von uns nicht zur Erwägung vorgeschlagen wird, im luftleeren Raum versandet, sondern wenn ich an die Mühe denke, die wir uns als Abgeordnete auch oft machen, dann hinterher zu telefonieren, im Jobcenter anzurufen, mit einer Behörde in Kontakt zu treten, da können wir für den konkreten Einzelfall häufig viel erreichen, auch wenn wir vielleicht an grundsätzlichen Problemlagen nichts ändern können oder halt auch es vielleicht kein grundsätzliches Problem ist. Zweiter Punkt, wo ich glaube, dass wir eine deutliche Verbesserung hinkriegen müssen, das sagte ich schon, ist der leichtere Zugang und die Verständlichkeit. Denn echte Partizipation, das gibt es doch nur, wenn wir es allen leicht machen, ihr Anliegen einzureichen. Dafür ist die Mindestvoraussetzung Barrierefreiheit, leichte, verständliche Sprache und ich glaube, heutzutage muss man es wirklich sagen, die Internetseite des Petitionsausschusses, es tut mir leid, sie ist deutlich verbesserungsfähig. Auch das ist nichts, wo die Leute einen direkten Zugang bekommen und das ist ja auch das, wo wir gegenüber den modernen oder den privaten Online-Plattformen häufig ins Hintertreffen geraten. Wie gesagt, ich bin dafür, dass wir alle hier offen werben und ein Punkt ist mir aber auch nochmal wichtig, das geht auch an die Ministerien. Wir bekommen häufig Antworten zurück, die so komplex sind, dass wir schon Probleme haben, sie zu verstehen. Und ich glaube, egal wie man am Schluss zu einem Petenten und zu einem Anliegen steht, wir müssen einfach schauen, dass die Menschen verstehen, warum wir bestimmte Dinge nicht machen können und bürgerfreundliche Kommunikation, die auf Augenhöhe ist, da hat nicht nur der Petitionsausschuss Nachholbedarf, sondern Politik und Verwaltung insgesamt. Einen letzten Punkt möchte ich noch sagen. Es ist ja nicht so, dass Leute sich nur mit individuellen Anliegen an uns wenden, sondern viele Menschen machen sich auch wirklich sehr grundsätzlich Gedanken über die Politik in unserem Land. Das ist was wir gar nicht hoch genug einschätzen können. Ich komme ja nun auch noch aus dem Finanzausschuss. Das sind teilweise wahnsinnig komplexe Sachverhalte. Und wenn ich mir mal angucke, wie viel Gehirnschweiß manche Leute da reingeben, da würde ich mir manchmal wünschen, dass wir darüber offener diskutieren, vielleicht auch ergebnisoffener diskutieren und da auch mehr mitnehmen. Aber das ist auch sowas, wo ich glaube, können wir daran arbeiten, können wir umsetzen. Ja, eine letzte Sache, ich muss zum Schluss kommen, möchte ich noch gerne sagen. Eins, glaube ich, sollte man trotzdem jedem Bürger trotz der kritischen Punkte auch mitgeben. Ich finde, bin immer wieder beeindruckt darüber, wie fraktionsübergreifend wir eigentlich uns einig sind, wenn es darum geht, den Anliegen und der Bürgerinnen und Bürger in den Mittelpunkt zu nehmen und ihnen halt auch wirklich so gut wie möglich auch entgegenzutreten und zu helfen, wo es geht. Ich glaube, das ist was, wo wir auch alle weiter noch für uns verbessern können, aber wo wir echt gut dabei sind. Ja, dem Dank an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Petitionsausschusses und unsere Abgeordnetenmitarbeiter schließe ich mich ganz ausdrücklich an. Ohne die könnten wir diese Fülle nicht bearbeiten und deren Sachkompetenz hat mich schon in mancherlei Hinsicht überrascht und beeindruckt. Vielen Dank. Sarah Riglewski war das für die SPD-Fraktion. Nächste Rednerin ist jetzt Corinna Rüffer für Bündnis 90 Die Grünen. Bündnis 90 Die Grünen, das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste oben auf den Tribünen, wir haben jetzt schon viel Lob gehört, keine Angst jetzt am Anfang. Ich will mich zunächst mal dem Lob anschließen, weil da natürlich auch ganz viel dran ist. Und mal zwei Petitionen rausgreifen, die ich besonders gut fand, die mir auch besonders wichtig sind, ein Stück weit auch ans Herz gewachsen sind. Das ist einmal die Petition ehemaliger Heimkinder, die in der Einrichtung der Behindertenhilfe und in der Kinder- und Jugendpsychiatrie
massivst Opfer von richtig, richtig schlimmer Gewalt geworden sind und die bis heute nicht von Entschädigung, kann sowieso keine Rede sein, aber denen bis heute keine Anerkennung gezollt worden ist. Wir haben es als Ausschuss fraktionsübergreifend geschafft, ein hohes Votum zu finden, um damit in Richtung der Länder und auch der Kirchen zu signalisieren von Bundesseite aus, dass da endlich etwas geschehen muss. Und das war ein ganz wichtiges Signal. Trotzdem ist es unheimlich peinlich, dass, obwohl über ein Jahr vergangen ist, bis heute keine Lösung gefunden wurde. Und das bedeutet, wir müssen hier politisch alle gemeinsam den Druck aufrechterhalten, denn langsam ist es mehr als peinlich, was da passiert. Und es ist jedes Mal wieder ein Tritt ins Gesicht dieser Leute, die so viele Jahre lang, zum Teil jahrzehntelang, gelitten haben. Und eine zweite Petition, von denen gibt es nicht so wenige. Da ging es um eine junge, kranke Jesidin aus dem Irak, die bei einem Bruder hier in Süddeutschland untergekommen ist. Die ist über Schweden eingereist und sollte dahin zurückgeführt werden, um da ihr Asylverfahren zu durchlaufen. Das Innenministerium hat erst mal festgestellt, dass es keine außergewöhnlichen humanitären Gründe sieht, der Frau ein Asylverfahren in Deutschland zu ermöglichen. Das ist korrigiert worden, nachdem in einem Berichterstattergespräch da Überzeugungsarbeit geleistet wurde. Die Frau wohnt immer noch bei ihrem Bruder und durchläuft in Deutschland das Asylverfahren. Das ist für diese Frau unheimlich wichtig und für ihre Familie auch. Herzlichen Dank, dass wir da alle gut zusammengearbeitet haben. Von diesen Fällen gibt es durchaus einige, aber jetzt kommt Wasser in den Wein. Das haben Sie wahrscheinlich auch schon erwartet. Denn meine Bilanz fällt für 2015 ziemlich nüchtern aus. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der Großen Koalition, ich kann Ihnen das nicht ersparen. Meiner Ansicht nach ist das Motto des letzten Jahres gewesen: Verschleppen, Verschieben, Verstecken, Verdruss. Sie verschleppen die Entscheidungen über Petitionen, die Ihnen nicht angenehm sind, Monate, ja sogar Jahre. Schieben Sie die Petitionen hin und her in irgendwelchen Koalitionsrunden und die Leute warten vergeblich auf Entscheidungen. Sie verschieben die Auseinandersetzung über unangenehme Petitionen Woche für Woche im Ausschuss. Sie verstecken Petitionen vor der Öffentlichkeit, wenn Ihnen der Petent oder das Anliegen nicht passt. Dazu wird Frau Müller-Gemmicke gleich noch ein bisschen mehr sagen. Und das fördert den Verdruss im Ausschuss. Aber was viel schlimmer ist, das fördert den Verdruss in der Bevölkerung, unter den Bürgerinnen und Bürgern. Manche von Ihnen warten, wie gesagt, schon seit Jahren über Entscheidungen in Ihrem Fall. Und das geht einfach so nicht. Überdies erschweren Sie die Arbeit des Ausschussdienstes, der wirklich hervorragende Arbeit, und da will ich mich zu 100% Ihrem Lob anschließen, der hervorragende Arbeit macht und sich ohnehin durch Berge von Akten durchwühlen muss. Und jetzt muss er auch noch die Kohlen aus dem Feuer holen, damit Sie sich nicht die Füße verbrennen. Und was ist mit dem Verdruss? Rita Süssmuth hat mal gesagt, ehemalige CDU-Bundestagsabgeordnete und Bundestagspräsidentin im Jahr 1993, kluge Frau: Mehr Beteiligung und Übernahme von Verantwortung reduzieren den Verdruss. Und gerade, das sage ich Ihnen, in Zeiten großer gesellschaftlicher Verunsicherung, und in solchen Zeiten leben wir ja, in Zeiten von großen Herausforderungen, sind das demokratiefördernde Potenzial von Petitionen wirklich nicht zu überschätzen. Und deswegen sollten wir daran arbeiten, dieses Instrument zu stärken und es nicht weiter zu schwächen. Denn das Parlament erfährt durch dieses Instrument direkt und ungefiltert ausnahmsweise mal, wo den Bürgern der Schuh drückt. Und dann können wir uns damit beschäftigen und unter Umständen auch Gesetze ändern, da wo es nötig ist. Ich kann es nur wiederholen: Wir brauchen eine Stärkung des Petitionsrechts. Wir brauchen mehr Öffentlichkeit. Grundsätzlich sollten alle Ausschusssitzungen öffentlich sein. Warum denn nicht, wenn der Petent nicht das Gegenteil möchte oder datenschutzrechtliche Gründe dagegen stehen? Aber das Gegenteil ist doch der Fall. Die Ausschusssitzungen finden, selbst wenn Petitionen öffentlich eingereicht wurden, nicht öffentlich statt. Und das ist ein Problem. Und es ist auch ein Problem, wenn die SPD über Barrierefreiheit im Petitionswesen redet und es ablehnt,
einen Antrag zum Behindertengleichstellungsgesetz zu diskutieren, der beinhaltet, dass das Petitionswesen barrierefrei ausgestaltet sein soll. Und da können Sie sich Ihre Positionspapiere und Reden in Zukunft auch sparen, meine Meinung. Wir wollen weiterhin gegen den Verdruss in diesem Land etwas unternehmen. Wir wollen nicht, dass der Petitionsausschuss wieder zum Kummerkasten wird, weil das Petitionswesen, das deutsche Petitionswesen, eines das Beste, der besten Instrumente ist, echte Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger in diesem Land zu ermöglichen, damit Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit haben, aktiv Demokratie in diesem Land mitzugestalten, müssen wir das Petitionswesen stärken. Machen Sie bitte endlich mit. Vielen Dank. Die Aufforderung von Corinna Rüffer war das von den Grünen. Weiter geht es jetzt mit Antje Letzius, CDU-CSU. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Jahresbericht des Petitionsausschusses zeigt die vielen Facetten der Petitionsarbeit des Deutschen Bundestages. 13.137 neue Petitionen, 14.765 Erledigungen und 780 Beratungen im Ausschuss – diese Zahlen können sich sehen lassen. Vor allem bedeutet dies eine große Herausforderung für den Ausschussdienst. Daher bedanke auch ich mich ganz herzlich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowohl des Ausschussdienstes als auch bei unseren Büros. Ich bedanke mich ebenso bei den Mitarbeitern in den Bundesministerien und Behörden, die den Anliegen nachgehen, fundierte Stellungnahmen erstellen und uns in Berichterstattergesprächen persönlich Rede und Antwort stehen. Auch an dieser Stelle Respekt für meine Kollegen und Kolleginnen von der Opposition, die mit deutlich weniger Man- und Woman-Power die gleiche Menge an Petitionen bearbeiten müssen wie wir in der Koalition. Leider gelingt es Ihnen nicht immer, liebe Corinna, wie du auch gerade eben wieder unter Beweis gestellt hast, Ihre ideologische Brille abzusetzen. Statt die Petenten mit ihren Sorgen und Nöten anzunehmen, wird manchmal leider mindestens eine Standardforderung Ihres Parteiprogramms übergestülpt. Vielleicht können Sie daran noch etwas arbeiten. Unser aller Anspruch aber ist es, dass jede Petition und jeder Petent ernst genommen wird. Auch die Menge der Eingaben im Vergleich zu 2014 zurückgegangen ist, zeigt die dennoch hohe Zahl, dass die Menschen darauf vertrauen, dass sie gehört werden und dass ihnen geholfen wird. Wie jedes Jahr waren viele meiner Kollegen und Kolleginnen aller Fraktionen, auch ich, wieder unterwegs, um unsere Arbeit vorzustellen. Das ist ganz wichtig. So auf öffentlichen Messen wie der Frankfurter Buchmesse, dem Mannheimer Maimarkt oder beim Tag der Ein- und Ausblicke des Bundestages. Was eine Petition eigentlich ist und wie das Petitionsrecht funktioniert, ist leider immer noch vielen zu wenig bekannt. Selbst in vielen Medien wird der Eindruck vermittelt, es müsse eine gewisse Anzahl an Mitzeichnern gewonnen werden, damit eine Petition überhaupt behandelt wird. Daher kann ich es nicht deutlich genug sagen. Nicht die Zahl der Unterstützer oder die Person des Petenten ist entscheidend, sondern das jeweilige Sachanliegen. Erschwert wird die Bekanntheit des echten Petitionswesens noch durch die vielen Online-Plattformen, wie bereits mehrfach hier erwähnt. Diese suggerieren teilweise, es handle sich um eine offizielle Petition oder gar um Abstimmungen mit gesetzesändernden Charakter. Bei den Petitionsplattformen ist vieles fragwürdig. Der Umgang zum Beispiel mit den Daten der Unterstützer, fehlende Rückmeldung auf die Petitionen und zweifelhafte Erfolgsaussichten. Nur hier beim Bundestag gibt es die Garantie, dass jedes Anliegen bearbeitet, beantwortet und schließlich, und das ist das Wesentliche, auch beschieden wird. Es lohnt sich, sich jede Petition sehr genau anzuschauen, wie ein Beispiel aus dem Jahresbericht zeigt. Ein Ehepaar hatte sich an den Deutschen Bundestag gewandt, weil ihnen die Förderung für ihre Solaranlage vom zuständigen Bundesamt versagt wurde. Die Behörde beharrte darauf, dass der Antrag auf Förderzuschuss nicht fristgerecht innerhalb der ersten 6 Monate gestellt wurde. Auch der Widerspruch gegen den Bescheid war nicht fristgerecht eingegangen. Das klingt zunächst wie ein ganz klarer Fall, denn schließlich sind ja Fristen einzuhalten. Doch meine Meinung änderte sich, als ich die Unterlagen, die die Petenten eingereicht hatten, mir wiederholt genauer ansah. Tatsächlich hatte der Petent seinen Antrag nicht nur fristgerecht eingereicht, sondern konnte dies auch mit einem Einsendebescheid der Post belegen. Dies war tatsächlich niemandem in der Behörde aufgefallen.
Nach dem entsprechenden Hinweis durch den Petitionsausschuss konnte sich das Petenten-Ehepaar schließlich doch noch über 2.470 Euro Zuschuss freuen. Solche Erfolge motivieren und sollten auch Motivation für Bürgerinnen und Bürger sein, sich an den Petitionsausschuss zu wenden. Sehr wichtig finde ich auch eine Petition des Dachverbandes Clowns in Medizin und Pflege, der sogenannten Klinik-Clowns. Kerngedanke ist, Lachen macht gesund. Genau das haben sich 200 Clowns, die in 240 Einrichtungen in ganz Deutschland tätig sind, auf die Fahnen geschrieben. Sie besuchen kranke Kinder und Senioren, gehen in Krankenhäuser und Hospize und verbreiten Freude. Und das bei professioneller Ausbildung an einem sehr hohen Standard, weitgehend ehrenamtlich und unentgeltlich. In der Petition wurde gefordert, diese wertvolle Arbeit zu unterstützen. Ich freue mich, dass der Ausschuss die Petition einstimmig an das Bundesgesundheitsministerium und an die Fraktion des Deutschen Bundestags überwiesen hat. Damit hat das Anliegen eine breite Unterstützung gefunden. Das ist eine wirklich gute Sache, wie ich finde. Ich selbst habe die Petition zum Anlass genommen, einen Praxistag bei den Klinik-Clowns zu machen und habe den Clown Dr. Schienbein bei einer Kinderstation begleitet. Für die tapferen Kinder mache ich mich gern zum Clown. Es freut mich immer besonders, wenn gute Vorschläge aus meinem Wahlkreis kommen. Eine Petition, die vom Stadtverband sowie vom Gemeindeverband der CDU Birkenfeld aus meinem Wahlkreis eingebracht wurde, betrifft uns alle hier, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Sie fordert, dass der Bundestag zukünftig auf 5 Jahre gewählt wird. Nicht nur der Petitionsausschuss hat diese einstimmig unterstützt, auch andere prominente Fürsprecher haben diese Idee immer wieder aufgegriffen, so wie unser Bundestagspräsident Norbert Lammert. Daher will ich hier im Plenum noch einmal dafür werben, diesen Vorschlag zu bedenken. Fast alle deutschen Landtage und unser Europaparlament haben eine Wahlperiode von 5 Jahren. Eine längere Legislatur mehr Zeit verschafft nach Koalitionsbildung und vor allem vor dem Wahlkampf, sich den immer komplexer werdenden politischen Themen noch intensiver zu widmen. Auch uns vom Petitionsausschuss würde es mehr Luft verschaffen, noch mehr für die Anliegen der Petenten einzutreten. Ich freue mich darauf, genau dies in der verbleibenden Zeit dieser Wahlperiode gemeinsam mit meinen Ausschusskollegen und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu tun. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Als nächste Rednerin hat Birgit Wöllert von der Fraktion Die Linke das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörerinnen und Zuschauerinnen an dem Fernsehsehern und hier im Haus. Meine Kollegen haben es schon gesagt, Petitionsrecht ist ein hohes Gut. Es hat Grundgesetzcharakter, es ist im Grundgesetz verankert im Artikel 17. Und jeder darf sich beschweren. Das heißt auch, es ist ein Ausdruck lebendiger Demokratie. Aber ich glaube, wer dieses Beschwerderecht in Anspruch nimmt und sich an lebendiger Demokratie beteiligt, möchte auch erleben, dass seine Hinweise Berücksichtigung finden. Denn ansonsten bleibt es ein Kummerkasten, wie Corinna Rüffer hier gesagt hat. Das heißt, die Anliegen müssen ernst genommen werden, und das müssen die Petenten auch spüren. Dass der Bereich Soziales mit den Beschwerden an erster Stelle liegt, und das seit Jahren, muss uns im Bundestag als Gesetzgeber sehr zu denken geben. Wir haben noch wichtige Gesetze vor uns liegen, wo wir Referentenentwürfe haben. Ich denke an das Bundesteilhabegesetz. Und schon jetzt gibt es von Vereinen und Verbänden große Kritiken daran. Behandeln wir sie doch alle mal so wie berechtigte Petitionen. Und ich wünsche mir sehr, dass das alle Abgeordneten so handhaben und in den Gesetzentwurf, der uns dann vorliegt, diese Beschwerden auch tatsächlich schon berücksichtigt werden. Das wäre ein echter Beitrag für lebendige Demokratie. Auf dem dritten Platz, was die Anzahl der Beschwerden angeht, kommt schon gleich das Bundesministerium für Gesundheit. Wir haben hier zwar einen leichten Rückgang an Einzelpetitionen,
aber die höchste Beteiligung an öffentlichen Petitionen. Und da es sich hier nicht um Beschwerden über ärztliche Tätigkeit handelt, liegt eigentlich auch dieser Beschwerdeteil im Bereich Soziales und alles, was mit Gesundheit und Pflege zu tun hat. Einige Beispiele dazu. 194.226 Menschen forderten ein Gesetz zur Personalbemessung in Krankenhäusern. Das ist eine riesengroße Anzahl von Menschen, denen es auf der Seele brennt, welche Zustände im Pflegebereich in Krankenhäusern nach wie vor herrschen. Leider haben entsprechende Anträge der Opposition, auch von uns als Linken, die eine solche Personalbemessung gefordert haben, die notwendige Berücksichtigung nicht gefunden. Das Gleiche war bei einer Petition für eine angemessene Vergütung für Pflegekräfte. Auch das sollte uns nachdenklich machen, dass es einen großen Teil der Bevölkerung tatsächlich sehr interessiert. In beiden Bereichen zeigt die Praxis, dass weiter Handlungsbereich besteht, und dem sollten wir auch hier Rechnung tragen. Frau Wöllert, lassen Sie eine Zwischenfrage zu des Kollegen Lauterbach. Ja, gerne. Wir wissen aber schon, dass wir in dieser Legislaturperiode beschlossen haben, dass wir sowohl das Anliegen, dass es einen Personalbemessungsschlüssel geben soll, als auch eine entsprechende Vergütung in der Pflege geben soll, dass wir das beschlossen haben und dass wir dafür eine gemeinsame Kommission, an der auch die Gewerkschaft Verdi beispielsweise, die Sie ja in anderen Zusammenhängen schon häufiger zitiert haben, aber auch die Repräsentanten der Fraktionen und das Bundesgesundheitsministerium beteiligt sind. Das ist Ihnen doch bekannt. Das ist mir bekannt, Kollege Lauterbach. Ihnen ist aber auch ganz sicher bekannt, dass Sie den Antrag auf Personalbemessung hier abgelehnt haben, ganz deutlich, mit Begründung, das sei eigentlich so gar nicht möglich. Wir haben es übrigens auch im Petitionsausschuss in einer öffentlichen Sitzung diskutiert. Und Ihnen ist ja auch bekannt, dass die Gesetze, die wir hier verabschiedet haben, mit der Aufstockung an Personal in den Krankenhäusern auch von den Betroffenen selbst als Tropfen auf den heißen Stein gesehen werden. Bei der Bearbeitung dieser Petitionen fällt auf, dass es vor allen Dingen auch Petitionen betrifft in der gesetzlichen Krankenversicherung und in der privaten Krankenversicherung. 204 Beschwerden betrafen allein dieses Gebiet, und das vor allen Dingen Menschen, die aus der privaten Krankenversicherung im Renteneintrittsalter wieder zurück wollten in die gesetzliche Versicherung, weil sie gar nicht mehr in der Lage sind, die Beiträge von ihrer Rente zu bezahlen. Diese Hinweise ernst zu nehmen, ist eigentlich das Gebot übergreifend der Stunde. Und alle, die sich berufen auf eine solidarische Bürgerinnen- und Bürgerversicherung, sollten das auch tun. Diese Mehrheit kann es nämlich geben. Und auch hier zeigt sich, ob man wirklich gewillt ist, politischen Willen auch umzusetzen in gesetzgeberisches Handeln. Und das schlussendlich ist es, was die Menschen, die sich beschweren, dann auch von uns erwarten. Ich hoffe, dass wir da einen Punkt weiterkommen. Fazit von mir: Einmischen lohnt sich. Es gab eine Petition, die hier heute schon mal benannt wurde, wo sich das auch gezeigt hat, dass es geht. Das war der Bereich Cannabis als Medizin. Frau Kollegin, Sie müssen zum Schluss kommen. Gab es eine öffentliche Anhörung dazu, eine öffentliche Ausschusssitzung. Ich hoffe, dass ab 2017 sich die Betroffenen darauf verlassen können, dass sie Therapie mit Cannabis dann nachher ärztlich verordnet auch angehen können. Und mischen Sie sich weiter ein. Sie müssen jetzt wirklich zum Schluss kommen. Kann ich nur alle auffordern, das sollten, brauchen wir, und das brauchen wir alle und Sie auch. Vielen Dank. Birgit Wöllert war das für die Linksfraktion. Weiter geht es jetzt mit Martina Stamm-Fiebig für die SPD. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer,
Als Petitionsausschuss sind wir eine Art Stimmungsbarometer der Bürger. Sorgen, Ängste und Probleme der Bürgerinnen und Bürger landen tagtäglich auf unserem Schreibtisch. Und es sind vor allem die greifbaren, die realen Probleme und Sorgen, die uns beschäftigen. Und das ist ein großer Unterschied zu unserem sonstigen politischen Alltag, denn dort begleiten uns oft nur die großen Themen. Und gerade weil der Petitionsausschuss des Bundestages das Stimmungsbarometer der Bevölkerung ist, ist er meiner Meinung nach von so großer Bedeutung. Denn hier spüren wir direkt, wo der Schuh drückt. Wir sprechen oft von Politikverdrossenheit, wir sprechen davon, dass die Themen zu komplex werden und davon, dass sich die Fronten zwischen Bürgern und Politik immer mehr verhärten. Das Politikverständnis vieler Menschen hat sich verändert und Bürgerbeteiligung ist die Gegenbewegung zur Politikverdrossenheit geworden. Und viele Bürger warten nicht mehr, dass die Politik ihre Sorgen löst. Sie krempeln einfach selbst die Ärmel hoch und bringen sich ein. Und das ist gut so, denn Demokratie braucht Bürger, die sich einbringen. Menschen, die nicht nur zuhören, sondern die selbst mitreden. Die SPD will diese Bürgerbeteiligung stärken und wir wollen die Möglichkeiten der politischen Teilhabe ausbauen. Und wir haben ja in der eigenen Partei damit angefangen und gute Erfahrungen gemacht. Mit dem Petitionsausschuss haben wir ein verfassungsrechtlich verankertes Beteiligungsinstrument, das es jeder Bürgerin und jedem Bürger ermöglicht, sich an den Deutschen Bundestag zu wenden. Und genau deshalb ist der Petitionsausschuss kein 0815-Ausschuss, sondern ein ernstzunehmender Bestandteil einer lebendigen Demokratie. Umso wichtiger ist es deshalb, dass wir die einzelnen Bürger in den Vordergrund unserer Arbeit stellen. Und wir haben schon gehört, liebe Kolleginnen und Kollegen, dabei helfen uns Parteiprogramme nicht, der Koalitionsvertrag nicht und auch nicht unsere eigene politische Interesse. Es geht um den Petitionsausschuss in erster Linie um den Bürger und um die Frage, wie wir Demokratie leben. Und Teil dieser Demokratie sind seit einigen Jahren auch private Petitionsplattformen, wie sie sich selbst nennen. Kampagnenplattformen nenne ich sie. Denn sie sammeln Stimmen und vielleicht tragen sie diese Stimmen dann in ein Ministerium und bringen dort ihr Anliegen vor. Ein parlamentarisches Verfahren schließt sich aber dem nicht zwingend an. Es ist einfach, im Internet einen Aufruf zu unterzeichnen und es ist nicht ganz so einfach, im Bundestag ein Ziel zu erreichen. Denn Demokratie heißt eben nicht nur, dass man seine eigene Meinung sagt, Demokratie bedeutet auch zuzuhören. Und ich glaube, hier müssen wir als Petitionsausschuss noch Aufklärungsarbeit leisten. Denn Petitionen sind für mich weit mehr als Meckern per Mausklick. Petitionen brauchen Lösungen und wir alle arbeiten daran. Das zeigt zum Beispiel eine Petition aus dem Jahr 2012, die eingereicht wurde. Die Tochter eines Petenten ist verstorben und seine Enkel beziehen seit dem Tod ihrer Mutter Halbwaisenrente. Weil sie damit aber als Rentner gelten, müssen sie freiwillige Beiträge zur Krankenversicherung zahlen. Und den meisten Waisen- und Halbwaisenrentnern bleibt mit dieser Regelung nicht allzu viel von ihrer Waisenrente. Der Petent hat uns auf ein Problem aufmerksam gemacht, das in der Praxis zu Ungerechtigkeit führt. Und wir haben diese Petition an das Bundesministerium für Gesundheit überwiesen. Das Ministerium hat die Kritik angenommen und geregelt, dass Waisen- und Halbwaisenrentner ab dem 01.01.2017 in der gesetzlichen Krankenversicherung pflichtversichert sind. Ihnen steht also ab dem nächsten Jahr die Familienversicherung offen. Das Beispiel macht deutlich, wir brauchen den Petitionsausschuss, weil er die Meinungen und die Bürgerinnen und Bürger brauchen. Und wir müssen wissen, ob ein Gesetz funktioniert in der Praxis und ob wir mit dem erreichen, was wir wollen. Ohne dieses Stimmungsbarometer würde unserer Demokratie ein großes Stück Lebendigkeit fehlen. Vielen Dank. Ich schließe mich auch hier dem Dank an den Ausschussdienst an und möchte auch hier nicht vergessen an unseren Mitarbeitern. Und ich danke auch hier ganz explizit meinen Mitarbeitern. Ohne die würde ich die viele Arbeit, die wir im Petitionsausschuss nicht haben. Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit. Danke.
Martina Stamm-Fiebig war das für die SPD-Fraktion. Weiter geht es mit Beate Müller-Gemmicke, Bündnis 90 Die Grünen. Sie ist Sprecherin für Arbeitnehmerinnenrechte ihrer Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, bei manchen Petitionen geht es ja um ganz private Anliegen. Kommen die Menschen alleine nicht weiter, dann ist die Petition ihre letzte Hoffnung. Eine Frau versuchte beispielsweise jahrelang vergeblich, dass sie wieder eingebürgert wird. Jetzt ist sie wieder deutsche Staatsbürgerin. Hier war die Zusammenarbeit mit dem Kollegen Günther Baumann richtig gut. Wir haben an einem Strang gezogen, und zwar mit Erfolg. Herzlichen Dank dafür. Doch nicht alles läuft so rund, und gerade wenn es um politische Anliegen geht, insbesondere bei sozialen Themen wie Befristung, Arbeitslosengeld II, Leiharbeit, Mobbing, Pflege, Rente, wenn Petitionen also auf Ungerechtigkeiten und Gesetzeslücken aufmerksam machen, werden viel zu viele Petitionen flugs abgeschlossen. Sinn und Zweck von Petitionen ist aber, eine Einschätzung zu erhalten, wie und ob Gesetze tatsächlich funktionieren. Wenn wir eine Petition überweisen, dann sagen wir ja nicht, das muss jetzt genau in dieser Form umgesetzt werden. Nein, wir drücken vielmehr aus, hier stimmt was nicht, hier besteht Handlungsbedarf. Petitionen sind ein Fingerzeig, ein Impuls, eine Anregung. Sie hingegen stellen viel zu häufig den Koalitionsvertrag über die Anliegen der Menschen. Und das ist für uns gerade im Petitionsvertrag nicht akzeptabel. Das stimmt schon. Ja, und eine öffentliche Petition muss ich einfach ansprechen, und zwar die Telekom-Petition, denn hier geht es einfach nicht weiter. Diese Verdi-Petition kritisiert die gewerkschaftsfeindliche Haltung von T-Mobile in den USA und wendet sich deshalb an die Bundesregierung. Und das macht durchaus Sinn, denn T-Mobile gehört zu 67% der Deutschen Telekom, und die Bundesrepublik Deutschland ist wiederum mit über 30% an der Telekom beteiligt. Die Bundesregierung soll also Einfluss nehmen, und das wäre auch bitter nötig, denn die Beschäftigten bei T-Mobile werden ausgespäht, eingeschüchtert, abgemahnt und auch gekündigt, wenn sie sich gewerkschaftlich organisieren wollen. Die ILO-Kernarbeitsnormen gelten aber weltweit, und deshalb müssen sich die Telekom-Beteiligungen auch im Ausland anständig verhalten. Mittlerweile unterstützen rund 50.000 Menschen diese Petition, also genug für eine öffentliche Anhörung. Die Opposition ist dafür, die SPD eigentlich auch, doch die Union sperrt sich vehement dagegen. Und als Konsequenz setzen ja wir, die Oppositionsfraktion, jetzt jede Woche die öffentliche Anhörung auf die Tagesordnung, und Sitzungswoche für Sitzungswoche, jetzt schon 6-mal, verschieben die Regierungsfraktionen diese Entscheidung, weil sie sich nicht einigen können. Das ist ein absurdes Theater, und das missachtet vor allem die vielen Menschen, die diese Petition unterstützen, und das kritisieren wir aufs Schärfste. Aber keine Sorge, wir werden weiter streiten und werden auch weiterhin die Petitionen als das betrachten, was sie sind, eine Rückmeldung an die Politik, und wir nehmen das ernst. Vielen Dank. Vielen Dank. Als nächste Rednerin hat Iris Eberl von der Beate Müller-Gemmicke war das für Bündnis 90 Die Grünen. Weiter geht es jetzt mit Iris Eberl für die CDU/CSU. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Ich bitte um die Einführung eines 8. Wochentages, denn nur so kann ich einmal pro Woche meine Seele baumeln lassen. Das war der Inhalt einer Petition vor einigen Jahren. Auch sie landete nicht einfach im Papierkorb. Der Ausschuss beriet den Bürger. Entspannen Sie sich. Nutzen Sie dazu einen der 7 existierenden Wochentage. Aber Spaß beiseite. Ist es nicht ein Privileg für uns Bürger, in einer funktionierenden Demokratie zu leben, das eigene Parlament kritisieren zu dürfen? Hier ist etwas falsch. Mach es besser.
Artikel 17 im Grundgesetz garantiert das Petitionsrecht für jedermann. Kein Petent hat anschließend Repressalien zu befürchten. Das ist großartig und bei Weitem nicht in allen Staaten selbstverständlich. Ich habe nun vor Ihnen und der Öffentlichkeit einen Live-Bericht aus dem Werkstattraum dieses etwas anderen Parlamentsausschusses zu geben. Ich beginne mit einer Petition, bei der uns die Entscheidung leicht fiel. Ein Petent bat den Deutschen Bundestag, er möge beschließen, die monatliche Zuwendung für Haftopfer der politischen Verfolgung in der ehemaligen DDR gemäß § 17a des strafrechtlichen Rehabilitationsgesetzes entsprechend der Inflationsrate zu erhöhen. Er selbst erhielt eine monatliche Zuwendung von 250 Euro. Er wies darauf hin, die Inflationsrate betrage seit 2011 bereits 6%. Tatsächlich waren die Opferpensionen seit 2007 nicht mehr erhöht worden. Es geht dabei um fast 45.000 Fälle. Der Ausschuss beschloss, die Petition dem Bundesjustizministerium als Material zu überweisen und den Fraktionen des Deutschen Bundestages zur Kenntnis zu geben. Das Ergebnis war eine Erhöhung von 250 auf 300 Euro, also sogar eine Erhöhung um 20%. Wesentlich schwieriger gestaltete sich die Entscheidungsfindung im folgenden Beispiel. Beim An- und Verkauf von Aktien können erzielte Gewinne und erlittene Verluste einkommensteuerrechtlich gegengerechnet werden. Ein Petent, ein Kleinaktionär wohlgemerkt, beklagt, dass er Erspartes in Aktien einer AG angelegt hatte, diese Insolvenz anmelden musste, woraufhin seine Aktien nichts mehr wert waren und aus seinem Depot verschwanden, zwangsausgebucht wurden. Sie existierten für ihn nicht mehr. Also konnte er sie nicht verkaufen. Das Steuerrecht sagt, wenn kein Verkauf getätigt wird, kann steuerrechtlich kein Verlust entstehen. Der Schuldige hierfür ist der § 20 im Einkommensteuergesetz, der ein Veräußerungsgeschäft voraussetzt, damit ein Gewinn oder aber ein Verlust entsteht. Das Veräußerungsgeschäft verlangt zwei Teile, die Anschaffung und die Veräußerung von ein und derselben Aktie. Aber was nicht mehr existiert, kann vom Petenten nicht veräußert werden. Und ohne Veräußerung kein einkommenssteuerrechtlicher Verlust. Für unseren kleinen Anleger aber Totalverlust. Denn der Untergang einer Sache zählt hier nicht. Ich hoffe, Sie sind gedanklich noch alle dabei. Hätte der Petent seine Aktien vor ihrem Verschwinden für einen Cent verkauft, hätte er seinen Verlust, nämlich Kaufpreis minus einem Cent, steuermindernd ansetzen können. So kann er gar nichts ansetzen. Der Petent beklagt sich meines Erachtens zu Recht über diese Ungerechtigkeit. Wäre er Großanleger, so hätte er einen Portfoliobetreuer und er wäre nie in diese Situation geraten. Er hätte die Chance des steuerlich bedeutsamen Verkaufs für ein paar Cent nie verpasst. Der Petent ist aber Kleinanleger. Da derzeit viele Experten raten, die eigene Rente frühzeitig durch Anlagen im Aktienbereich aufzubessern und so immer mehr Kleinaktionäre in die beschriebene Falle tappen werden, sehe ich es als Pflicht dieses Hauses, die Bürger davor zu schützen. Dazu ist nur eine kleine Ergänzung im § 20 Einkommensteuergesetz nötig. Diese Petition wurde dem Bundesministerium für Finanzen überwiesen und den Fraktionen des Deutschen Bundestages zur Kenntnis gegeben. Ein abschließendes Ergebnis steht noch aus. An einem letzten Beispiel will ich zeigen, dass der Petitionsausschuss nicht jede Petition unterstützt, selbst wenn es emotional sehr schwer fällt. Eine NGO forderte vom Deutschen Bundestag, die Massen- und Intensivtierhaltung bis zum Jahr 2020 abzuschließen. Ihre Begründung war der § 1 Tierschutzgesetz. Niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen. Wer wollte diese Petition nicht sofort unterstützen? Jedoch kommen bei praktischen Überlegungen schnell Bedenken, ob das Problem wirklich so einfach zu lösen ist. Beispiel: Die deutsche Gesetzgebung gilt nur in der Bundesrepublik. Aber wie sieht es mit dem Tierschutz in anderen Ländern aus? Gerade in den Ländern, die uns mit noch mehr Fleisch beliefern, wenn wir weniger Tiere auf gleicher Fläche halten. Also müssen wir unbedingt die EU mit im Auge behalten. So folgte der Ausschuss mehrheitlich dem Vorschlag des Berichterstatters, meines Kollegen Hermann Färber. Die Petition wurde an das Landwirtschaftsministerium überwiesen und weil sie nur Sinn macht, wenn sie sich auch auf die Haltungsbedingungen in anderen EU-Ländern bezieht, dem Europäischen Parlament zugeleitet.
Von Europa kommen so viele Verordnungen, eine Rückmeldung von den Bürgern kann nicht schaden. Meine Damen und Herren, der Petitionsausschuss nimmt seine Arbeit sehr ernst. Manchmal diskutiert und ringt er um die richtige Entscheidung. Erstaunlicherweise sind die Ansichten darüber, was dem Wohle des Bürgers am meisten dient, zwischen den Fraktionen oft grundverschieden. Eben Demokratie, wie sie leibt und lebt. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Die Rede von Iris Eberl für die CDU-CSU-Fraktion war das. Nächste Rednerin ist jetzt Heidrud Henn für die SPD. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ausschussdienstes. Ein herzliches Dankeschön an Sie, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ausschussdienstes. Ich danke Ihnen ganz besonders für Ihre wichtige Arbeit, für all die Menschen, die sich mit ihren Sorgen, Nöten, Wünschen und Anregungen an diesen Ausschuss wenden. Der Petitionsausschuss ist ein besonderer Ausschuss. Er unterscheidet sich in vielen Dingen von übrigen Ausschüssen. Jeder Mensch hat das Recht, sich einzeln oder in der Gemeinschaft mit anderen schriftlich mit Bitten oder Beschwerden an die zuständigen Stellen und an die Volksvertretung zu wenden. So steht es im Grundgesetz Artikel 17. Das Petitionsrecht gibt allen Menschen unabhängig von Staatszugehörigkeit, Alter oder Geldbeutel die Möglichkeiten, die Themen im Parlament mitzubestimmen. Mit einer Petition können Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger, uns Abgeordneten sogar zwingen, uns mit Ihren Themen zu beschäftigen. Das ist besonders. Ich danke allen Petentinnen und Petenten, die den Mut aufgebracht und sich die Mühe gemacht haben, ihre ganz persönlichen Probleme oder auch ihre Wünsche aufzuschreiben und uns anzuvertrauen. Sie alle helfen uns Abgeordneten, besser zu erkennen, an welchen Stellen es Probleme gibt, wo der Schuh drückt und wo wir nachbessern müssen. Dafür können wir Abgeordnete uns nur bedanken. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, ich würde mir wünschen, dass jeder und jede Abgeordnete einmal im Petitionsausschuss arbeiten würde. Petitionsausschuss erdet. Wer als Abgeordneter oder Abgeordneter den großen Auftritt sucht, der ist im Petitionsausschuss falsch. Der Ausschuss mit seinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und auch wir Abgeordneten stehen selten im Rampenlicht. Der größte Teil der Arbeit des Petitionsausschusses findet in der Regel im Stillen und ohne großes öffentliches Trara statt. Und das ist gut so, denn im Petitionsausschuss steht der einzelne Mensch im Mittelpunkt, nicht abstrakt und verborgen hinter Statistiken und Zahlen, sondern ganz konkret und persönlich. Im Zentrum unserer Arbeit stehen diejenigen Menschen, die mit ihren ganzen persönlichen Sorgen und Nöten an uns herantreten. Oft sind das Menschen, die keine anderen Hoffnungen mehr auf Hilfe sehen. Sie wenden sich an den Petitionsausschuss, weil sie wissen, dass hier jedes Anliegen unabhängig vom Thema oder von der Anzahl der Unterstützerinnen und Unterstützung gewissenhaft parlamentarisch geprüft wird und dass sie ernst genommen werden. Und dieses enge und direkte Draht zwischen Petenten, Parlament und Regierung, den gibt es nur bei Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages. Ich möchte auch noch kurz auf die öffentlichen Sitzungen eingehen des Petitionsausschusses. Ich habe eben gesagt, die Arbeit des Petitionsausschusses steht selten im Rampenlicht. Bei den einzelnen Petitionen stimmt dies. Bei öffentlichen Sitzungen des Ausschusses ist das anders. Aber auch hier geht es nicht um uns Abgeordnete, sondern um Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger. Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger, haben nämlich die Möglichkeit, ob klassisch auf Papier oder online, E-Petitionportal, das Bundestages öffentliche Petitionen einzureichen, für Ihre Anliegen
und Unterstützerinnen und Unterstützer für ihre Anliegen zu sammeln. Wenn Sie innerhalb von 4 Wochen 50.000 Unterstützerinnen und Unterstützer gewonnen haben, gibt es eine öffentliche Sitzung. Sie selbst können dann im Ausschuss uns Abgeordneten und Regierungsvertreterinnen und Vertreter oder sogar Regierungsmitgliedern selbst ihr Anliegen vortragen und mit uns in den öffentlichen Dialog treten. Ein besseres Forum für Ihr Anliegen gibt es nicht. Ich bitte Sie, liebe Bürger und Bürgerinnen, machen Sie Gebrauch von Ihrem Petitionsrecht direkt beim Deutschen Bundestag. Schreiben Sie Ihre Petition und machen Sie sich für Ihre Anliegen stark. Sie werden gehört. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Gottes Segen. Heidtrud Hemmen war das für die Fraktion der SPD. Weiter geht es jetzt mit Gero Stohr-Johann, CDU. Ja, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, der jährliche Petitionsausschussbericht wird diskutiert. Und ich glaube, wir hatten noch nie so ein harmonisches Zusammentreffen. Wir haben schon mal härter diskutiert, das vorweg. Ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass es härter zugeht. Ich möchte eigentlich mal den Begriff ernst nehmen aufgreifen. Alle sprechen davon, wir sollen den Petenten ernst nehmen. Was sollen wir denn sonst machen? Also, die Petition kommt rein. Ich habe eine schöne Akte zu bearbeiten, meistens dann irgendwann nachts 22 Uhr. Und man stellt fest, da ist was drin. Man macht sich seine Gedanken, geht vielleicht sogar über den Ausschussdienst, über die Empfehlung des Ausschussdienstes hinaus. Und die Petition geht dann wieder zurück zur Opposition. Irgendwann kommt sie dann wieder. Und wir müssen es in der Arbeitsgruppe beraten. Und plötzlich stellt man fest, das, was man sich nachts um 22 Uhr ausgedacht hat, findet keine Mehrheit in der Arbeitsgruppe. Ja? Und dann stellt man plötzlich fest, die nehmen die Petition ganz anders ernst als man selbst. So, nun haben wir eine gemeinsame Position gefunden. Und dann geht es an den Referenten und der geht dann zur SPD. Und versucht jetzt mit der SPD noch eine gemeinsame Position zu finden und auch auf die Ernsthaftigkeit des Anliegens hinzuweisen. Und dann kann es auch passieren, dass da keine Übereinstimmung hervortritt, sondern vielleicht ein Dissens, den man dann später vielleicht auch mal wieder ausräumen kann. Also Sie sehen, so eine Bearbeitung einer Petition kann manchmal ganz einfach sein, aber manchmal auch etwas kompliziert. Aber jedenfalls ernsthaft wird es immer betrieben. Das wollte ich zum Ausdruck bringen. Wenn wir dann aber auch Fragen haben, haben wir die Möglichkeit, ein Berichterstattergespräch anzuberaumen, also um auch ernsthaft mal die Regierung zu prüfen, ob deren Position noch sachgerecht ist oder ob man vielleicht bei einer Verordnung einen Fakt übersehen hat. Und auch da in diesem Berichterstattergespräch erfolgt meistens Erkenntnisgewinn, manchmal auf unserer Seite, manchmal auf der Regierungsseite. Auch das ist eigentlich eine spannende Arbeit, deswegen sind wir auch alle gern im Petitionsausschuss. Und wir haben ja noch die Möglichkeit der öffentlichen Sitzung. Nun müssen wir wissen, dass wir in der jetzigen Situation mit 12 Abgeordneten der Union, 8 der SPD und 3 der Grünen und 3 der Linken, ist das Verhältnis Regierungsfraktion, Opposition sehr ungleich. Das kann man beklagen, das kann man begrüßen, aber jedenfalls die Arbeit ist ungleich verteilt. Und deswegen sehen wir schon, es ist wichtig, dass die Arbeit gemacht wird, dass sie gewissenhaft gemacht wird. Ich würde mir manchmal wünschen, dass aus der Opposition nicht die Fundamentalopposition kommt. Es kann ja immer mal sein, dass man auch mal wieder in die Regierungsfraktion wechselt. Und gerade die Übergänge von Wahlperiode zu Wahlperiode erfordern dann, dass man seine Petition umschreiben muss. Das haben schon viele Kollegen hier erlebt. Und das ist für uns auch, Frau Präsidentin, ein Problem. Der Übergang der Wahlperioden, denn wir haben einen Überhang an Petitionen. Das ist in Japan nicht so. Wir waren ja vor kurzem mit einer Delegationsreise in Japan, da macht man das anders. Da gibt es die Diskontinuität, das heißt, Petitionen verfallen. Und das wollen wir bewusst nicht. Und wir suchen zurzeit nach Lösungen, wie wir auch den Petenten gerecht werden können, zeitnah, dass Petitionen bearbeitet werden. Nun hat die Kollegin Rüffer ja gesagt, dass es hier ganz viele Petitionen gibt, die aus taktischen und politischen Gründen
zurückgelegt werden und nicht bearbeitet werden. Was habe ich mich über die Petition Ortsumgehung Tübingen, Frau Wiedmann-Mautz, ärgern können, weil das dann von dem grünen Kollegen immer zurückgehalten wurde, immer Beratungsbedarf hatte. Jetzt haben wir da eine neue Koalition, jetzt muss das ja so flutschen mit der Ortsumgehung Tübingen. Wir können gerne mal prüfen, wie viele Petitionen von den Grünen zurzeit zurückgehalten werden, weil es Beratungsbedarf gibt, weil man noch prüft. Und ich habe ja auch den Ablauf dargestellt, wie es in der Großen Koalition ist. Es ist nicht immer einfach, dann auch über seinen Schatten zu springen. Und ich bitte da auch dann manchmal um Verständnis. Wir haben in den öffentlichen Sitzungen, haben wir dieses Mal in diesem Jahr auch hohen Besuch gehabt. Ich möchte das ausdrücklich erwähnen, dass der Bundesminister Gabriel da war, dass auch der Bundesminister Gröhe da war. Morgens um 8 tagen wir, das ist für die erfrischend, aber für uns ist das auch eine schöne Sache, wenn wir die mal bei uns haben. Auch in den öffentlichen Sitzungen ist ein bisschen später. Ja, okay, sorry, Fehler. Ne? Aber es kann ja auch mal sein, dass sie um 8 kommen. Ich möchte jedenfalls betonen, dass wir auch Anregungen bekommen von den Petitionen. Ich arbeite ja im Bereich Verkehr und ich freue mich natürlich, wenn auch Einzelfälle vorgetragen werden, die uns voranbringen. Besonders gefreut hat mich ein Hinweis von einem Bürger aus meinem Wahlkreis, der ein Wohnmobil besitzt und sagt, warum muss ich an den Kasseler Bergen mich immer bei den LKWs rechts einordnen? Die quälen sich mit 40, 50 Stundenkilometer da hoch. Und ich mit meinem starken Wohnmobil muss mich da auch einsortieren. Das macht die Schlange einfach nur länger. Für den Verkehrsfluss nicht unbedingt optimal. Gibt es denn nicht ein Überholverbot, das man da aufheben könnte für solche großen Wohnmobile? Und im europäischen Ausland ist das nämlich der Fall. Und natürlich hat das Ministerium erst mal gesagt, nein, das bleibt alles so, wie es ist. Das hat sich bewährt. Wir sind froh jedenfalls, dass wir hier Bewegung erzielen konnten, dass also Wohnmobile mit einem Gesamtgewicht von 3,5 bis 7,5 Tonnen ausnahmsweise andere Fahrzeuge überholen dürfen, wenn es denn vor Ort auch angeordnet wird. Finde ich eine tolle Sache. Jedenfalls freuen sich alle Wohnmobilfreunde, dass das über den Petitionsausschuss diese Anregung vorangetrieben wurde. Wer schon ein bisschen länger hier ist, der weiß, dass Verkehrspolitiker sich über Countdown-Ampeln gerne informieren. Countdown-Ampeln, das sind die, wo gezeigt wird, noch 10, 15, 20 Sekunden, dann springt von Rot auf Grün oder andersrum. Die gibt es auf der ganzen Welt. Und im Verkehrsministerium ist das so, dass dort gesagt wird, das bringt keinen Nutzen für die Verkehrssicherheit. Wir wissen nicht, warum man das machen sollte, bringt nur Kosten. Wir waren nun gerade in Bolivien und da gibt es nicht nur Countdown-Ampeln für Fußgänger, sondern auch für die Autofahrer. Ich finde das sehr entspannend, sehr hilfreich. Wir werden also weiter dranbleiben. Wir haben hier ein Berichterstattergespräch gemacht, auch in Berlin, wo es einige Versuche gibt, aber für Fußgänger. Und ich kann nur versprechen, wir werden dranbleiben und wir sind dem Petenten dankbar, dass er dieses Thema aufgegriffen hat. Und jetzt ist meine Zeit rum. Habe ich noch was, Frau Präsidentin? Oder? Nein. Nee? Nein. Ja, die persönliche Zeit, aber die anderen haben gesagt, sie haben mir alle Minute gegeben. Ja. Nächster. Frau Präsidentin, ich habe ja Verständnis dafür. Ich möchte Ihrer Sitzungsleitung gerne entgegenkommen. Ich bin gerne im Petitionsausschuss, jetzt seit 2002. Das ist der einzige Ausschuss, glaube ich jedenfalls, wo die Kollegialität im Vordergrund steht. Es macht richtig Spaß, da zu arbeiten. Ich kann das den anderen Kollegen, die jetzt dabei sind. Helmut, du kommst nächstes Mal im Petitionsausschuss. Das merke ich schon. Herzlichen Dank für das Zuhören und viel Spaß für die nächste Zeit. Danke. Soweit Gero Storjohann für die CDU-CSU-Fraktion. Nächster und letzter Redner in dieser Debatte ist jetzt Stefan Schwarze für die SPD. Sehr geehrte Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Petentinnen und Petenten, ich möchte erst mal mit dem Dank beginnen. Mit dem Dank an den Ausschussdienst, der einen ganz hervorragenden Job erledigt und ohne den viele Petentinnen und Petenten auch nicht den richtigen Weg finden würden. Sie sind da ein sehr, sehr guter Lotse. Und ein Lotse für diesen ganzen Ausschuss wird uns demnächst verlassen. Das ist Herr Finger. Herr Finger, ich möchte mich bei Ihnen für Ihre Arbeit bedanken. Und ich möchte mich auch dafür bedanken, dass Sie immer eine klare Haltung
zu einem guten, zeitgemäßen, bürgernahen Petitionsrecht hatten. Vielen, vielen Dank. Ihre Arbeit wird uns dann irgendwann ab Oktober fehlen. Jetzt haben wir eben gehört, dass nicht alle Petitionen sofort auf den Weg gebracht werden. Und das hat manchmal sehr, sehr gute Gründe. Zum einen, wenn man einen Koalitionspartner hat, Herr Storjohann hat es eben wunderbar erwähnt, da muss man auch über Inhalte ringen und diskutieren. Und es ist keiner Petition geholfen, wir bringen sie mit irgendeinem Votum auf den Weg und dann passiert weiter gar nichts. Also muss man an der Stelle auch über Inhalte diskutieren und um Inhalte ringen. Da hilft alles gut Gemeinte sonst gar nichts. Das heißt, wenn wir ringen, dass wir diese Inhalte der Petitionen auch verdammt ernst nehmen und die Bürgeranliegen verdammt ernst nehmen. Herr Kollege, lassen Sie eine Zwischenfrage zu. Ja. Frau Kollegin, Frau Kastner. Ganz herzlichen Dank, Frau Präsidentin, und lieben Dank, Kollege Schwarze. Ich wollte nur Ihre Meinung dazu wissen, wie Sie dazu stehen, dass jetzt im neuen baden-württembergischen Koalitionsvertrag festgelegt ist, dass es eben der Koalitionsraison zu unterwerfen ist, wie die Abstimmungen im Petitionsausschuss erfolgen, was besonders Ihr Parteikollege Herr Gall ja sehr kritisiert, der scheidende Innenminister dort. Wie ist da Ihre Meinung dazu? Vielleicht könnte man manches Problem schneller auf den Weg bringen. Ja, man könnte vielleicht die Petition schneller entscheiden. Aber wenn eine gesetzgeberische Umsetzung erfolgen muss, dann ist es ja nicht dem Petenten geholfen. Es gibt das Votum des Petitionsausschusses, ja? Sondern damit erwecken wir dann den Anschein, es würde was passieren, wenn wir uns inhaltlich nicht über das Anliegen einig sind. Also würden wir ganz schnell an der Stelle zwar dafür sorgen, dass der Petitionsausschuss schnell entschieden hätte, dem Anliegen würde aber trotzdem nicht Abhilfe geleistet. Und so ist der Unterschied. Ich habe das in der letzten Wahlperiode als Opposition erlebt, wo man sich nur in der Arbeitsgruppe einig werden muss und mit der Position der eigenen Fraktion einig werden muss. Oder wenn man sich hier in dem Fall mit zwei Partnern, mit der CDU und mit der CSU, einig werden muss. Und dann muss man um Inhalte ringen. Ja. 1979 wunderte sich der damals junge Abgeordnete Franz Müntefering als Mitglied des Petitionsausschusses, dass sich Abgeordnete im Parlament nur so selten über das Petitionswesen austauschen, dass nur einmal im Jahr, also heute, die Möglichkeit zur Debatte über die Arbeit des Ausschussdienstes besteht. Wir müssen uns fragen, ob wir eigentlich dem Anspruch wesentliches Stück der Demokratie in unserem Land zu sein, gerecht werden. Das Petitionswesen hat sich in den letzten Jahren gewandelt. Die Online-Petitionen waren Quantensprung. Die öffentlichen Petitionen und die öffentlichen Beratungen haben das Petitionswesen bürgernäher gemacht und politischer. Und inzwischen, das durften wir auch erleben bei den öffentlichen Beratungen, haben die Minister Gabriel und Gröhe Maßstäbe gesetzt, dass sie selbst gekommen sind. An diesen Maßstäben wollen wir auch gerne festhalten. Wir öffnen das Petitionswesen jetzt für die sozialen Netzwerke und geben den Petenten damit ein Werkzeug in die Hand, für ihre Anliegen zu werben. Ein wichtiger Schritt, der in Kürze erfolgt. Wir bauen Hürden ab, um das Petitionswesen inklusiver zu machen. Wie wichtig das ist, hat eine Petition aus meinem Wahlkreis und den umliegenden Wahlkreisen gezeigt. Dort haben Werkstatträte eine Petition gestartet für bessere Arbeitsbedingungen in den Werkstätten. Bei den Gesprächen, die ich dort geführt habe, konnte man feststellen, dass halt nicht jeder den Zugang zum Petitionsrecht hat, sondern dass man hier für vernünftige Erklärungen auch in leichter Sprache sorgen muss. Wir als SPD-Bundestagsfraktion haben eine Broschüre hier auf den Weg gemacht. Und umso schöner ist es, dass der Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages jetzt auch genau eine solche Broschüre in leichter Sprache in Arbeit hat, die in Kürze erscheinen wird.
Herr Kollege, lassen Sie noch einmal eine Zwischenfrage zu von der Kollegin Rüffert. Gerne. Ich hatte es ja gerade in meiner Rede schon mal angesprochen. Es ist ja in anderen Ausschüssen sehr üblich, dass man Anträge mitberät, die den eigenen Ausschuss betreffen. Das kommt im Petitionsausschuss sehr selten vor. In dieser Legislaturperiode nur ein einziges Mal im Rahmen der Verhandlungen um das Behindertengleichstellungsgesetz, das sich ja mit dem Komplex der Barrierefreiheit beschäftigt. So, nun hatten wir einen Antrag zu diesem Gesetzesentwurf gestellt, der explizit zum Inhalt hatte, im Rahmen des Behindertengleichstellungsgesetzes das Petitionswesen barrierefrei auszugestalten. Sie wissen, dass wir diesen Antrag nicht inhaltlich beraten haben, und Sie wissen auch, dass die SPD in der Abstimmung dagegen gestimmt hat. Ich wüsste jetzt gerne, warum. Also Broschüren in die Welt zu setzen, ist ja gut, aber die Gelegenheit zu nutzen, über ein Gesetz, das gerade eh im Verfahren ist, eine saubere Lösung, und zwar nicht nur für eine Personengruppe, sondern für alle zu finden, die bestimmte Bedarfe haben, das wäre doch gut gewesen. Wie stehen Sie dazu? Liebe Kollegin, wir sind doch genau dabei, als Petitionsausschuss diesen Bereich aufzugreifen. Es wurde heute schon mal erwähnt über die Barrierefreiheit unserer Homepage. Es wurde darüber gesprochen, dass wir jetzt solche Informationen in leichter Sprache haben. Wir können als Abgeordnete selbst jederzeit Antworten, Ausführungen für die Petenten beantragen, dass sie in leichter Sprache ausgestellt werden. All das können wir bereits tun. Wir kämpfen gemeinsam als Ausschuss dafür, dass unsere Debatten, die wir führen, beziehungsweise unsere öffentlichen Beratungen, die wir führen, von einem Gebärdendolmetscher übersetzt werden. Einmal ist uns das gelungen in einer öffentlichen Anhörung. Leider sind wir da bisher auf Granit gebissen. Aber ich nutze diese Gelegenheit hier noch mal ganz ausdrücklich, um diese Forderung zu erneuern. Wir brauchen einen Gebärdendolmetscher für die öffentlichen Beratungen des Petitionsausschusses. Wenn wir uns um Bürgeranliegen kümmern, dann um die Bürgeranliegen aller Bürger. Und da muss auch jeder das verstehen können und jeder den Zugang dazu haben. So, für uns Sozialdemokraten ist der Petitionsausschuss mehr als nur ein Kummerkasten. Er ist wesentlicher Bestandteil dieser Demokratie, und er muss das Tor zum Parlament noch weiter öffnen. Er muss bürgernäher und er muss transparenter werden. Es geht darum, in Zeiten, wo immer mehr Menschen die Demokratie anzweifeln, mehr Demokratie zu wagen. Und mit diesem Motto und mit diesem Selbstverständnis sollten wir als Petitionsausschuss auch arbeiten. Wir haben in diesem Jahr 10 Jahre Online-Petition gefeiert. 10 Jahre Online-Petition. Wir haben inzwischen eine ganze Reihe von Kampagnenplattformen, die das nachahmen, was wir als Petitionsausschuss auf den Weg gebracht haben. 10 Jahre Online-Petition war damals alles andere als selbstverständlich. Die rot-grüne Koalition hat es gegen erheblichen Widerstand der Opposition auf den Weg gebracht. Aber ich muss noch mal ein Wort sagen zu den Kampagnenplattformen. Auch wenn sie uns dort nachahmen, so gewährleisten sie nicht, dass das Anliegen derjenigen, die dort etwas starten, auch im Parlament landet. Das gewährleistet nur der Petitionsausschuss. Nur wenn man wirklich etwas ändern will, dann hilft es nicht, alleine eine Kampagne zu starten, sondern dann muss man erreichen, dass das Parlament sich damit auseinandersetzt. Wir sind die Gewähr dafür. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich komme zum Schluss. Auch wenn wir manchmal inhaltlich streiten, haben wir doch eine gute Zusammenarbeit miteinander. Für die möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken. Ich möchte mich auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Fraktionen und in den Büros ganz herzlich bedanken. Und ganz besonders bei den Petentinnen und Petenten, die dafür sorgen, dass manches Thema, was ihnen unter den Nägeln brennt, auch hier zum Thema wird.
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, das war die Rede von Stefan Schwarze für die SPD-Fraktion. Er war der letzte Redner in dieser Debatte über den Tätigkeitsbericht des Petitionsausschusses. Sie ist bestritten worden von Mitgliedern dieses Ausschusses, die hier zum Teil durchaus kritisch ihre Arbeit vorgestellt haben, aber immer auch betont haben, dass dies der Ausschuss im Bundestag ist, an den sich Bürgerinnen und Bürger mit ihren Anliegen direkt wenden können. Dieser Tätigkeitsbericht wird nicht in Ausschüssen überwiesen. Warum sollte er auch? Er ist einfach eine Darstellung der Arbeit. Der Petitionsausschuss macht weiter, arbeitet weiter und wird im kommenden Jahr wieder über seine Arbeit berichten.